Hallo Leute, hier bin ich wieder, eure Lena von Pädagogisch Wertvoll. Heute wollen wir uns mit dem Kommunikationsmodell nach Paul Watzlawick beschäftigen, nach den sogenannten fünf Axiomen. Dabei geht es um das Gelingen und um das Misslingen einer Kommunikation. Deswegen werde ich heute auch in den Beschreibungen der einzelnen Axiome nochmal sehr auf die Störungen eingehen, um zu gucken, was ist eine Störung in dem jeweiligen Axiom, was muss ich also vermeiden, um eine gelungene Kommunikation zu bewirken. Das erste Axiom lautet, man kann nicht nicht kommunizieren. Jedes Verhalten ist auch Kommunikation und man kann sich nicht nicht verhalten. Indem ich einfach nur im Raum stehe, sitze, einfach nichts mache, augenscheinlich, kommuniziere ich trotzdem. Störungen bei diesem Axiom sind zum einen das Ignorieren der Kommunikation, die widerwillige Annahme einer Kommunikation, aber auch das Entwerten einer Aussage von dem Kommunikationspartner oder auch die einseitige Beendigung einer Kommunikation. Dadurch kommt es zu einem Misslingen der Kommunikation. Das zweite Axiom lautet, jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt, derart, dass Letztere den Ersteren bestimmt. Dabei geht es darum, dass einmal auf der Inhaltsebene nur die reinen Sachinformationen übertragen werden, auf der Beziehungsebene eben die Beziehung der Kommunikationspartner untereinander übertragen wird. Doch warum beeinflusst nun der Beziehungsaspekt den Inhaltsaspekt? Es geht darum, dass sobald wir miteinander sprechen, immer gewisse Mimiken und Gestiken mit da reinfallen. Diese spiegeln die Beziehung zueinander wieder dar, was wiederum den Inhaltsaspekt beeinflusst. Das bedeutet also, je nachdem, wie ich etwas sage, kann es auch wieder anders aufgenommen werden. Beispiel, das ist ein schönes Kleid, was du da anhast. Oder, das ist ein schönes Kleid, was du da anhast. Je nachdem, wie mein Tonfall ist, wie ich schaue, meine Mimik, meine Gestik, spiegelt das wieder die Beziehung, die wir zueinander haben. Zu Störungen in diesen Aktionen kommt es, wenn man beispielsweise die negative Beziehung auf der Inhaltsebene austrägt oder auch umgekehrt eine Uneinigkeit auf der Inhaltsebene auf die Beziehungsebene überträgt. Weitere Störungen sind auch, wenn man versucht, den Beziehungsaspekt aus der Kommunikation rauszuhalten oder ihn einfach auch vernachlässigt. Und auch eine Beziehung mit ungleichen Emotionen kann zu einer gestörten Kommunikation führen. Das dritte Axiom lautet, Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Auf jeden Reiz folgt eine Reaktion, also eine sogenannte Verhaltenskette. Das bedeutet, dass ein bestimmtes Verhalten bei der jeweils anderen Person wieder zu einem bestimmten Verhalten führt. Ein Beispiel dazu. Ein Mann zieht sich zurück, weil seine Frau meckert. Diese meckert aber, weil er sich zurückzieht. Dadurch zieht der Mann sich aber wiederum nur noch mehr zurück. Dadurch entsteht dann dieser Kreislauf, welcher hier beschrieben ist. Störungen entstehen hier beispielsweise, wenn das eigene Verhalten als Rechtfertigung und Entschuldigung für das Verhalten des anderen gesehen wird. Wie in unserem Beispiel, die Frau entschuldigt ihr eigenes Verhalten, also sprich ihr Meckern, dadurch, dass ihr Mann sich immer wieder zurückzieht. Weitere Störungen sind auch Zwang und Druck und die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Hierbei geht es darum, dass jemand Behauptungen über eine andere Person aufstellt, welche nicht der Wahrheit entsprechen müssen. Diese jedoch begünstigen wiederum das Verhalten, dass das so eintritt, wie die Person es behauptet. Ein Beispiel dazu. Wenn ich ständig sagen würde, aus dir wird nichts, du wirst nie etwas erreichen, du wirst nie etwas schaffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das eben auch so passiert. Die Motivation sinkt, man gibt sich irgendwann einfach dem hin, was gesagt wird. Okay, niemand glaubt an mich, es halten mich sowieso alle nur für den Versager. Gut, dann gebe ich mich der Rolle hin, dann brauche ich mich auch nicht mehr anzustrengen. Kommen wir nun zum nächsten Axiom, dem vierten. Dieses besagt, dass sich menschliche Kommunikation sowohl analoger als auch digitaler Modalitäten bedient. Dies ist also ganz kurz erklärt, einmal analog das Nonverbale, das Digitale ist das Verbale und die Modalitäten sind die Ausdrucksweisen. Sprich also, menschliche Kommunikation bedient sich eben verbaler und nonverbaler Ausdrucksweisen. Störungen hierbei ergeben sich, sobald die analoge oder digitale Kommunikation unterschiedlich dekodiert wurde. Weitere Störungen entstehen aber auch, wenn entweder die analoge oder die digitale Kommunikation überwiegt oder wenn man sich dessen gar nicht erst bewusst ist. Und eine weitere Störung bei diesem Axiom ist auch noch, wenn die analoge und die digitale Kommunikation nicht miteinander übereinstimmen.
Beispielsweise, ich gehe zu meiner Oma, sage ihr, ja, ich freue mich total hier zu sein, schaue aber eigentlich ständig auf die Uhr und sehe irgendwie total wartend und genervt aus. Das bedeutet also, dass mein Verbales nicht zu meinem Nonverbalen passt. Kommen wir damit nun zum fünften und damit letzten Aktion. Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe können symmetrisch und/oder komplementär sein. Erst einmal kurz die Begriffsklärung. Symmetrisch, also gleich, komplementär, unterschiedlich. Störungen entstehen hierbei, wenn die Kommunikation nur symmetrisch oder nur komplementär abläuft. Wenn nun die Kommunikation rein symmetrisch abläuft, führt dies zu einer sogenannten symmetrischen Eskalation. Das bedeutet dann also, jeder will gleicher sein als der andere. Eine starke Komplementarität hingegen führt zu Abhängigkeitsverhältnissen, Unmündigkeit und Fremdbestimmung. Dies war es nun zu diesem Thema. Wie gesagt, bei den Aktionen kommt es vor allem auf die Störungen drauf an. Achtet auf die Störungen, dass ihr diese eben nicht vollzieht, nur dann kann es zu einer gelungenen Kommunikation führen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ey, was macht ihr denn noch hier? Ihr habt hier noch was zu tun. Ich werde mich in der Zwischenzeit für euch weiter informieren.